Der 25. Januar 2023 wird in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingehen. Es ist kaum zu glauben. 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Panzer rollen wieder in Richtung Russland, um in der Ukraine eingesetzt zu werden. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig. Nach fast monatelanger Verzögerung hat Deutschland heute angekündigt, dass es eine erste Kompanie von 14 Leopard 2 Panzern aus seinen eigenen Beständen entsenden wird. Außerdem werde es Lieferungen von Verbündeten, die diese Panzer einsetzen, genehmigen, um die Ukraine mit 2 Bataillonen zu versorgen, die in der Regel jeweils 3 bis 4 Kompanien umfassen. Des Weiteren wird Berlin auch Ausbildung, Munition und Wartung bereitstellen. Außer Deutschland haben noch weitere europäische Länder wie Polen und die Niederlande Panzerlieferungen zugesagt. Die USA und Kanada schicken auch ihre Abrams- und Senator-Panzer. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Deutschland inzwischen insgesamt 212 Einheiten der zweiten Modifikation im Einsatz hat. Und dieses Beispiel ist nur eines von vielen, denn Polen will für die Panzer, die es an die Ukraine liefern wird, entschädigt werden. Diese katastrophale Entscheidung ist in Moskau nicht unbeantwortet geblieben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow teilte mit, dass mögliche Lieferungen von Leopard-Panzern an die Ukraine zweifellos nichts Gutes verheißen und würden sich unvermeidlich auf die Zukunft der deutsch-russischen Beziehungen auswirken. Andrei Katapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, sagte, die deutschen Leopard 2 Panzer seien in vielerlei Hinsicht effektiver als der amerikanische Abrams, aber in Bezug auf Feuerkraft und Panzerschutz dem russischen T-90 unterlegen. Interessanterweise werden die deutschen Leoparden schon bald an Kiew geliefert, während die Amerikaner ihre Abrams irgendwann später ausliefern werden. Frühestens in einem Jahr, berichtet die ABC unter Berufung auf eine Quelle in der Regierung. Was aber nicht überraschend ist, kaum sind die Panzerlieferungen abgeschlossen, stellt die Ukraine schon wieder neue Forderungen. Andrei Melnik, sagenumwobener ehemaliger Botschafter der Ukraine in Deutschland, fordert jetzt auch Kampfjets und eine neue Allianz mit den USA und ihren Verbündeten. Doch Scholz wies diese Forderung zurück, indem er erklärte, Deutschland werde weder jetzt noch in Zukunft Kampfflugzeuge liefern oder Soldaten in die Ukraine schicken. Oha, sowas haben wir schon gehört. Die Panzerdiskussion ist seit Beginn des Ukraine-Konflikts vor fast einem Jahr schon in vollem Gange. Doch erst jetzt gab es grünes Licht seitens der Koalitionspartner von Kanzler Scholz, der FDP und den Grünen, die auf eine Entscheidung für die Panzerlieferung gedrängt hatten. Diesen heutigen historischen Entscheid bezeichneten mehrere Politiker als gefährliche Dummheit und brachte sie dementsprechend auf die Palme. Kampfpanzer gegen Russland. Ein kleiner Schritt für Deutschlands Waffenindustrie, ein großer Schritt für die Pläne der USA. Wo sind Friedenspolitiker wie Brandt oder Schmidt? Noch nie hatte Deutschland eine so idiotische Regierung. Kopflos stürzt sie sich in die Katastrophe, wie die Lemminge. Die Ampel will nun als Teil einer Panzerkoalition deutsche Leoparden liefern für Panzerschlachten um den Donbass und die Krim. Gegen diesen Wahnsinn, der in einer Katastrophe enden kann, braucht es eine große Koalition aller Kräfte der Vernunft. Jetzt sollen Leopard-Panzer geliefert werden. Was kommt danach? Kampfflugzeuge, zuletzt gar Bundeswehrsoldaten. Ein gefährlicher Irrweg. Die Bundesregierung sollte eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative vorlegen. Wer Frieden will, muss Diplomaten schicken, keine Panzer. Auch die Empörung in Deutschland ist groß. Niemand will den Krieg mit Russland. Doch Scholz bat in seiner Rede, besorgte Bürgerinnen und Bürger, ihm und der Regierung zu vertrauen, wenn es um die Entscheidung geht, Leopard 2 Panzer in die Ukraine zu schicken. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen,
Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun, und so werden wir es auch weitermachen. Danke, Herr Scholz. Vertrauen an diese Regierung ist seit langem verschwunden. Man erinnert sich, wie überall, nie wieder. Und was meint ihr? War der Entscheid heute richtig oder falsch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.